hinter mir lernen sich jetzt gerade die Kolleginnen und Kollegen in einem kleinen Begrüßungsritual kennen. Wir haben ja verschiedene rote Fäden in unserem Kurs. Der eine rote Faden ist unser Major-Donor-Zyklus. Das ist das systematische Durchdeklinieren des Großspenden-Fundraisings, also praktisch dieser ganze Prozess, der anfängt von der Identifizierung, wo eine wichtige Stufe auch dann die Beziehungsgestaltung, Kultivierung ist und wo natürlich dieses Thema Spendenbitte eine große Rolle spielt und am Ende auch dann, wie halte ich die Leute an Bord? Dankeschön gehört auch dazu. Wir wenden unterschiedlichste Formate und Methoden an. Natürlich gibt es auch hier und da noch eine, ich sag mal, PowerPoint-Präsentation, aber wir setzen eben auch sehr stark auf die Methodenvielfalt. Die Teilnehmenden müssen direkt das Erlernte auch in die Praxis übertragen, direkt anwenden. Hier sind sie gerade dabei, Spenderprofile zu erstellen. Wir hatten gerade eben einen Besuch einer Philanthropin, sozusagen Informationen aus erster Hand. Das war sehr spannend und erhellend, von einer Spenderin, von einer Großspenderin direkt zu erfahren, welche Motivationen sie hat. Die Begegnung mit der Philanthropin hat mich wirklich sehr beeindruckt. Von ihrer Persönlichkeit her, dass sie ein sehr weltoffener Mensch ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Spendern das Gefühl gibt, dass sie was bewirken können und dass sie Freude dran haben. Wir haben Großspenden-Fundraiser und Fundraiserinnen aus unterschiedlichen Bereichen als externe Referenten dabei, die dann konkret aus ihrer Praxis berichten, wie das Großspenden-Fundraising geht, praktisch ihr Nähkästchen mitbringen. Es ist besonders schön, dass man hinterher auch mit den Referentinnen und Referenten in persönlichen Austausch treten kann, für die eigene Organisation etwas nachfragen. Übung macht die Meisterin oder den Meister, gerade auch im Großspenden-Fundraising. Und darum ist es sehr zentral in unserer Weiterbildung, dass die Teilnehmenden wirklich viel üben an ihren eigenen Herausforderungen. Die Trainings- und Übungsspiele sind super, die machen viel Spaß und vertiefen auch das, was man im Buch ja sonst nachlesen kann und machen es eben auch wertvoll, dann zur Fortbildung zu reisen tatsächlich, weil man doch nochmal auf eine ganz andere Tiefe kommt in dem, was man hier beigebracht kriegt. Neben dem fachlichen Input war für mich ganz besonders wichtig die fachliche und auch organisatorische Vielfalt der Institutionen, die hier vertreten sind, von NGOs über Hochschulen bis hin zu anderen Organisationen. Die Gruppe der Teilnehmenden ist unterteilt in sogenannte Major Giving Support Groups. Sie bekommen also durch die Weiterbildung hindurch verschiedenste Aufgaben, mit denen sie sich dann eben, ja, praxisnah, kollegial unterstützen, beraten und austauschen. Die Major Giving Support Groups sind eigentlich ganz großartig, weil da 4, 5 Leute aus völlig unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, die völlig unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen haben. Und da kann man unglaublich viel voneinander lernen. Ich habe eben gerade mein persönliches Beratungsgespräch bekommen für mein Kirchenprojekt von Leuten, die mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben, die einen tollen Außenblick drauf hatten und das hat mir viel gebracht. So viel könnte ich gar nicht bezahlen sonst. Ich glaube, die Weiterbildung ist wahnsinnig wichtig, weil, wie gesagt, wir alle, und es ist fast egal, wie lange wir in dem Beruf schon drin sind, profitieren davon mit Leuten, die das auch machen, die es vielleicht in einer anderen Disziplin machen, die es vielleicht, ja, die andere Schwerpunkte haben, einfach für diesen Austausch. Und ich habe bereits in den letzten Monaten immer in den Zwischenphasen der Blöcke festgestellt, wie sehr ich von den Inhalten und von dem Austausch auch in meiner praktischen Arbeit profitiere. Und zwar sowohl was das Konzeptionelle, was die Strategieentwicklung angeht, aber auch im ganz Praktischen, im Umgang mit dem Förderer, einen gewissen Rückhalt, eine gewisse Souveränität einfach sich bei mir einstellt. Das finde ich sehr gut, das macht mir Spaß und ich freue mich auf die Zeit, die noch kommt. Ich freue mich auch mit den Kollegen und dem Major Giving Institute in Verbindung zu bleiben. Das habe ich auch bei vielen anderen der Teilnehmer erlebt, dass sie diese Zeit auch wirklich für sich sehr produktiv genutzt haben. Und die Veränderung vom ersten Mal, wie man sich so zaghaft kennenlernt, der eine mit seinen Sorgen, der andere mit seinen Problemen, die er auch hat, auch bei sich selbst vielleicht sieht und wieder so eine gewisse Journey schon stattfindet, auch für uns als Großspenden-Fundraiser in diesem Feld. Das macht wirklich Spaß, es bei sich selbst und bei den Kollegen zu beobachten.